Okay, wir können los. Halt, wir gehen hier rüber. Nach dem Dunklen, ja? Ich mag Bus. Ich mag Bus gerne. Jetzt sollte man das Rätsel vielleicht mal lösen. Und zwar machen wir die Mega-Touristennummer. Wir fahren vom Zoologischen Garten mit dem 100er-Bus, der Touristenbus, zum Alexanderplatz. Und wir hoffen, dass wir einen Doppelstockbus kriegen, damit wir oben sitzen können und das Erlebnis quasi perfekt machen. Und am Alexanderplatz wollen wir, das Wetter würde eigentlich passen. Kommt schnell rüber. Schnell. Auf dem Fernsehturm. Wir sind jetzt hier und fahren dahin. Wir haben den besten Platz gesichert. Aber wenn man so ein bisschen eng ist es jetzt. In the week. Ja, gleich steigen wir aus. Da haben wir uns echt den besten Tag ausgesucht durch die Wahl des Bundespräsidenten und die Berlinale. Musste ja einen Umweg fahren und ist nicht die Originalstrecke gefahren. Aber es ist wirklich der absolute Touristentipp, ja? 7 Euro die Tageskarte, dafür könnte man jetzt aber auch noch hin und zurück fahren und immer wieder. Aber man sieht echt alles, einen Potsdamer Platz, einen Reichstag, Brandenburger Tor, die Goldelse, den Alexanderplatz, den Zoo, den Dom, man sieht wirklich alles. Das sieht mir nach einer langen Schlange aus. Lecker! Das ist echt perfekt. Wir standen ja eben da drin in dieser riesen Schlange. Man kann die Tickets aber auch online kaufen. Und ich habe das schnell online gemacht. So, jetzt fahren wir hoch den Fernsehturm. Ist das der Fernsehturm hier? Nein! So, Sarah und ich, wir haben getauscht. Jetzt bin ich das Baby-Taxi. Sarah und ich haben eben drüber philosophiert, was das für eine Frechheit ist bei Dunkin' Donuts, dass die eben immer probieren, noch mehr aufzudrängeln. Das, was sagst du, willst drei Donuts haben? Dann sagen sie dir, ey, die kostet aber 5 Euro. Du zahlst lieber 7, dann kriegst du 6. Nein, ich will aber nur 3. Ja, aber nimm lieber 6. Da hinten kündigt sich ein schöner Sonnenuntergang an. Seht ihr das? Da fahren wir jetzt hoch. Nee, wir laufen Treppen. Ich war Fahrstuhl. Wie kommt doch das schon? Okay, Sarah, ehrliches Feedback, lohnt es? Bis zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Tee da genau auf der Ecke abgestellt habe, war es der schönste Tag seit langem. Wir sind da hochgefahren, das kostet 20 Euro. Es ist bullenvoll, dass du wirklich Angst kriegst, dass du einen klaustrophobischen Anfall kriegst. Ich finde das Problem, es ist mega teuer. Wir haben für uns alle zusammen, haben wir 60 Euro bezahlt und auch nur, weil Magnus noch 3 ist und Martha nicht bezahlt. Es ist mega voll. Man kommt nicht einfach wieder runter. Steht echt saulange in der Schlange. Und zwar neblig, aber dafür kann keiner was. Also wir haben nur die Hälfte gesehen. Als grünen Abschluss haben wir jetzt mit der S-Bahn nach Hause. Letzte Station, das war echt spannend. Wir sind mit dem 100er Bus gefahren, waren oben auf dem Fernsehturm, sind jetzt mit der S-Bahn zurückgefahren. Ich fand es mega anstrengend zum Schluss. Also schön, aber anstrengend. Und ich bin froh, wenn wir gleich zu Hause sind. Ja, ganz toll macht ihr das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp für Berlin. 100er Bus, S-Bahn und Fernsehturm, wenn kein Nebel ist.